Wir wissen vom Buch des Lichts, dass beim Herabstoßen des Egos in die Mental- und Astralebene bei der neuen Geburt des Menschen oder des physischen Körpers, dieser Wesenheit, dass da Struktur ist eiförmig. Ja? Da ist in der Mitte bereits, meine Lieben, eine Art menschliche Figur. Das ist so wie ein Architekt, der einen Plan zeichnet. Der ist auf dem Papier bereits so ein bisschen der Plan des Hauses. Schlechter Vergleich, aber ein bisschen. Wie groß ist die? Etwa 30 Zentimeter. Das ist zunächst, mein Lieben, ihr seid Zeugen eines Wunders, Ehre sei dem Buch des Lichts. Die Monade manifestiert sich neu, wir werden Zeuge des Reinkarnationsvorganges. 30 Zentimeter etwa. Das ist eine ätherisch-feinstoffliche Struktur, nahezu farblos, transparent. Aber es sind schon gewisse Andeutungen von Farben drinnen, also schillernd, milchig weiß. Da schimmert schon die Aura, meine Lieben, des zukünftigen Kindes hindurch. Was sind diese Farbtönungen? Wer weiß es? Es ist schwer jetzt. Bin gemein, ich weiß. Sind die Skandas? Ja, die permanenten Atome. Meine Lieben, wir wissen ja, Skandas bedeutet Bündel oder Gruppen und so weiter. Aber das Buch des Lichts lehrt, das sind eben ja, Eigenschaften, Attribute, Fähigkeiten, welche natürlich jetzt wieder vom vergangenen Leben her bei der neuen Geburt des Menschen zusammenkommen. Und darum, und auch seine Persönlichkeit, Persona, die Maske, mithelfen zusammenzusetzen. Und darum kann man verstehen, dass ein Mozart, der viele Leben lang Musik geschrieben hat, sich damit befasst hat, dass der natürlich jetzt sozusagen schon mit diesen Skandas perfekt geboren ist. Und als Siebenjähriger bereits eine Symphonie schrieb. Seine, wie soll ich sagen, moralischen Fähigkeiten waren noch nicht so entwickelt. Da wird er Zeit haben, im nächsten Leben das zu lernen, so wie wir alle. So, und diese Fähigkeiten sind ja herübergebracht, meine Lieben. Was ist die Brücke? Die Wissenschaftler verstehen das nicht, die Biologen sagen, ja, wo sind die Gene, sind die Brücke? Nö, sind sie nicht. Die Brücke sind die Skandas. Darwin hat schon verzweifelt geschrieben, wenn wir nur die Brücke wüssten. Das ist aber kein Missing Link, kein fehlendes Bindeglied. Skandas. Und die sind ja auch da, meine Lieben, von Tier zu Mensch. Darum wird ein Tier nicht zum Menschen. Diese Evolution. Seht ihr, wie eins ins andere greift? Ich muss manchmal ein bisschen abschweifen. Ein Stein wird keine Pflanze, eine Pflanze kein Tier, ein Tier kein Mensch. Sondern auch in allen Bereichen, vom Mineral hoch bis zum Tierreich, werden diese Skandas bereits entwickelt. Und sie befähigen dann durch ein Überfluten der Monade dann die Monade. Und die Skandas sind das sogenannte Bindeglied hinüber in den Menschen. Und dann auch da wieder von Mensch zu Mensch, wie von Tier zu Tier. Das sind die Skandas. Das ist Energie. Meyersche Gesetz von der Erhaltung der Energie. Energie geht nicht verloren. Und das sind die permanenten Atome. Wo sind die beim Baby, mein Lieben? Die schlummern noch. Und das ist das, was ich gesagt habe in der fötalen Struktur. Ein mattes Schimmern. Wie werden sie zum Leben erweckt? Was denkt ihr? Durch Anreiz. Wo geschieht dieser Anreiz? Na, schaut euch um in der Welt. Im physischen Leben. Jeden Tag werden wir beballert mit Anreizen. Unsere armen Kinder, ja, mit Spielen, mit dies und das, die Sinne ständig nach außen gerichtet, weg von der Monade, weg vom Göttlichen. Naja. So, also diese werden erweckt durch die Reize auf der physischen Welt zu neuer Tätigkeit. Und nun wird der physische Körper erbaut. Nicht unbedingt gleich.
Ja, wir waren ja jetzt, meine Lieben, beim Astralen und Mentalen. Das sind Vorstufen. Bedenkt natürlich die Wissenschaft nicht. Die denken, hups, da ist der Mensch da, ja, irgendwie. Wo kommt er denn her? Ja, wo in einem Eichbaum kann man im Samen, im Kleinen, es ist auch bei anderen Samenarten, könnte er im Kleinen, wenn er richtig reinguckt, könnte er bereits die Struktur des ganzen Baumes sehen. Ja, so muss man das verstehen. Jetzt haben wir da natürlich, ich hatte ja erwähnt, die Mitwirkung der Engel, nicht wahr? Das macht dann jemand aus der Engelhierarchie, der bindet das permanente Atom, denn wir sind jetzt mal auch auf der physischen Ebene, meine Lieben, bindet das an die Doppelzelle. Und das verursacht den biologischen Antrieb. So. Zellteilung. Und das wird im Buch der Licht so schön beschrieben, das permanente Atom. Da strömt bei der Doppelzelle, permanente Atom, die schöpferische Kraft. Und da wird, das ist eine Sphäre, die dann zum Erbauen und Entstehen des Körpers wichtig ist. Und fremde, störende Einflüsse werden so gut wie möglich durch die Engel abgeschirmt. Hier sehen wir die schönen Bilder von Engeln, die mit weit ausgebreiteten Flügeln. Michael Jackson Video war das mal so schön. Da hat er ja von seinen Leiden, my sufferings and tribulations gesprochen, ja. Und von hinten kommt der Engel mit großen Flügeln, naja, und beschützt ihn. Sehr ergreifend, diese Szene. So. Nun ist ja das Ego, weil es ja den Lebensstrom, den, soll ich sagen, das Wort, mag es ausgesandt haben. Schon in einer Berührung, schon mit der physischen Ebene in Kontakt. Die ist übrigens laut Buch des Lichts aktiv ab dritten Monat. Jetzt kann es losgehen. Denn die Impulse sind gegeben. Natürlich wird alles penibel genau von Engeln aller möglichen Hierarchien bewacht. Wir sind nie allein. Allerdings auch manchmal nicht allein von schwarzmagischen Kräften, die uns alles Mögliche einflüstern. Ja, so ist es nun mal. Auch der Mammut-Johann hat seine Aufgabe. Dual ist der Mensch. Die Göttlichkeit ist, kann man sagen, potenziell dual. Und manifestiert in der physischen Welt, um sich seiner Göttlichkeit bewusst zu werden, muss es Mula Prakrit betreten, die materielle Welt. Die Dualität ist in sich schon da, ja? Denn wenn alles wieder ruht, in den Urgrund zurück ist, bedenket mal, ihr Lieben, da ist da die Gottheit umgeben von Mula Prakrit, die Urmaterie. Die ist ja auch ewig, in der Struktur, nicht in der Essenz, nicht in der Form. Ja? So, da ist wieder die Dualität. Zusammen mit dem zeitlos ewigen Raum haben wir eine heilige Dreieinigkeit, wenn ihr so wollt. So. Also da gibt es dann einen führenden Engel, das ist wie in einer Firma, das ist wie im Krankenhaus. Da gibt es einen leitenden Arzt, da gibt es Assistenzarzt, da gibt es die Krankenschwester, da gibt es die Pfleger. Was, wie auf der physischen Ebene, so auf der geistigen, meine Lieben, es gibt keinen Unterschied. Und das machen die Engel, so wie der Arzt sich und der Helfer sich bemüht, also liebend und ja, an der Heilung interessiert, wie wir hoffen wollen, um den Patienten, das Kind ist jetzt der Patient, meine Lieben. Das ist ein Patient. Die Engel machen das mit Auren. Die breiten sie um die Mutter aus. Auch um dieses Wort. Um den Ego. Diese Ego-Schwingung. Und natürlich um den Mentalkörper und den Astralkörper des Kindes. Denn darum geht es ja jetzt. Da muss man so weit wie möglich störende Einwirkungen verhindern. Wenn einer natürlich ganz, ganz schlimm schwarze Magie seit atlantischen Zeiten gemacht hat und das Gefühl der Getrenntheit für sich ausgenutzt hat, indem er Barrieren um sich, um nur selber zu haben, werden diese Barrieren irgendwann einmal die Mauern, schwarzmagische Mauern, überschritten und stürzen sich dann vernichtend auf das Wesen. Bei so einem kann dann, das ist ein Ausnahmefall natürlich, auch eine Deva-Aura nicht viel ausrichten. Der wird dann runderneuert auf dem Planeten des Todes.
Je weniger darüber sprechen, umso besser. So, und der Mental- und Astralkörper des Kindes, meine Lieben, der wird nun von den Karma-Engeln entsprechend ihrem Karma von störenden Einflüssen der Außenwelt abgeschottet, beschützt. Meine Lieben, wir haben doch alle ein Bewusstsein, will ich mal hoffen. Auch daran wird gearbeitet von den Engeln. Dieses Bewusstsein, nun kommt's, im nächsten Vortrag, das kennt ihr bereits. Es hat zu tun mit dem Geheimnis der sieben Siegel.